Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ich bin neulich gefragt worden, Herr Rebers, Ihre Stimme, Sie haben so bestimmt eine Ausbildung gemacht. Ist das Bass oder ist das Bariton? Da habe ich gesagt, das ist Barik. So, wir beginnen am besten gleich. Wir beginnen mit der Startnummer 1. Das ist der Titel. Ich habe nichts gegen Waldorfschulen. Dieser Beitrag ist für Menschen mit Sehbehinderung nicht geeignet. Ring-ding-a-ding, 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 der Tambourin. Da, wo die Verliebten sind, da bin ich zu Haus. Ring-ding-a-ding, 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 der Tambourin. Da, wo die Verliebten sind, da geh ich ein und aus. Ich mach Musik für alle, die die gute Laune haben. Ich mach Musik für alle, die, die gerne tanzen, gerne küssen. Weil sie küssen müssen. Ring, ding, ding. Ring, ding, ding. Da, wo die Liebsten sind, da sind wir zu Hause. Freundinnen und Freunde, ein echter Kracher. Aber die Welt ist in keinem guten Zustand. Ich bin neulich informiert worden darüber, dass ca. 400 Salafisten, also Strenggläubige, bei denen gibt es eine Kausalität zwischen Frömmigkeit und Gesichtsbehaarung. Hätte man vor 30 Jahren auch nicht gedacht, dass wir darüber nochmal diskutieren müssen. Die sind in Syrien und im Irak, die machen da Praktikum. Machen die. Ja? Und ich bin natürlich sehr gespannt, wie das Stellenangebot ist, wenn die wiederkommen. Und es war auch hier in Mainz. Das wisst ihr natürlich, nicht? Aber es ist ja nicht so schlimm. Da war so ein Stand mit Koranverteilung. Und ich war im Unterhaus und hatte Zeit, tagsüber. Und bin mal eine Stunde eher aufgestanden. Gegen 16 Uhr, glaube ich, war es. Und dann bin ich an so einen Stand gegangen, an so einen Büchertisch. Und habe geguckt und habe dann gesagt, ihr habt ein bisschen wenig Auswahl. Und dann hatten sie so Plakate, auf denen stand, lies. Und dann habe ich zu dem anderen gesagt, für einen Engländer ist das Plural. Also, ich wollte ja eigentlich nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, aber ich kann nicht anders. Ich habe noch einen schönen Witz, pass auf. Er sitzt in New York in der U-Bahn, sitzt ein Schwarzer, also ein Dunkelhäutiger, maximal pigmentiert, und liest eine jüdische Zeitung. Da kommt so ein weißer Rassist und sagt, hey, Jude allein reicht dir wohl nicht. Der Islamist, der arme Wicht, die gute Laune kennt er nicht. Hat keine schöne Volksmusik, drum führt er gern Guerillakrieg. Vom Himmel stupst das Flugbenzin, vom Minarett der Muezzin, mit Mohammed und Allah, tot Israel, tot USA. Die Frau verhängt er gern mit Stoff. Er betet mit Kalaschnikow. Und das Polkertanzen fällt ihm schwer, drum bombt er gern im Nahverkehr. Selbstmordattentäter, komm ein bisschen später und verübt ein Attentat ganz allein für dich privat. Selbstmordattentäter, Hisbollah und Hamas verbreiten schlechte Laune, das macht doch keinen Spaß.
tuff, 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 die Eisenbahn, wer kommt mit nach Pakistan? Alleine fahren mag ich nicht, ich nehme mir den Fiete mit. Zwei kleine Libanesen in Koblenz am Hauptbahnhof. Ja, was ist denn da gewesen? Auch Bonn, Mensch, da lief das doof. Sie hatten große Pläne, doch es hat nur gezischt. Und zwei kleine Libanesen hat man kurz darauf erwischt. Und zwei kleine Libanesen hat man kurz darauf erwischt. Scharia, Scharia, Scharia. Dankeschön. Also. Brüderinnen und Brüder, Genossinnen und Genossen, Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Reverend Rebers, der Hausmeister des Herrn, der Blockwart Gottes. Ihr Mainzelmännchen und Mainzelmänninnen, ihr dürft Onkel Andi zu mir sagen. Denn ich komme zu euch mit einer frohen Botschaft, die frohe Botschaft von Bobluwitz. Ich bin ja Schlesier. Ich bin in Bobluwitz aufgewachsen. Das liegt zwischen Holleschitz, Machowitz, Dirichowitz, Leobschitz, Katowitz, Brekowitz. Witzige Jähen, sagt man. Sehr schön, nicht? Kleiner Slivowitz hilft zwischendurch auch mal, wenn es gar nicht geht. Und aus da bin ich von. Meine Eltern, ich bin praktisch ein, wie nennt man sowas, ein Migrant mit Menschenhintergrund. Und meine Eltern hatten eine sehr gut gehende Ponybraterei. Aber ich hatte keine Freundin, weil die wollten immer voltigieren. Und dann war ich oft einsam, weißt du, Einsamkeit. Und dann habe ich oft den Schneebesen von der Mama genommen. Dann habe ich so gesungen, Junge, komm bald wieder nach Haus. Hat die Mama gesagt, du Kamel, du warst doch noch nie von zu Hause weg. Was soll das denn, was willst du denn mal werden später? Ich gesagt, Sänger und Prediger. Hat sie gesagt, leck mich am Arsch, dann mal viel Glück. Und ich höre ja Stimmen. Ich habe mal so eine Fortbildung gemacht für so, weißt du? Da waren auch war eine Gruppe für Marienerscheinungen, das waren alles Bauernkinder, die waren so ein bisschen doof, ne? Und ich höre Stimmen. Ja, ich höre Stimmen und neulich sagte die Stimme zu mir, mach es. Ich habe gesagt, was? Hat die Stimme gesagt, fahren. Ich habe schon 3 Flaschen Wein getrunken. Und das ist, man muss lernen, mit diesen Stimmen umzugehen. Man darf nicht immer auf diese Stimmen hören, weil die verarschen einen auch zum Teil, nicht? Weißt du? Und das waren alles so Menschen, das waren sehr gute Menschen, mit denen ich da zusammen war in dieser Fortbildung. Und die haben sich alle geduzt und haben sich so in den Arm genommen und wollten sie auch mit mir machen. Da habe ich gesagt, pass auf, ich komme vom Land. Ja? Und dann waren so Vertrauensübungen, da haben sich so Leute so fallen lassen und die anderen haben sie aufgefangen. Und dann war ich mal dran mit Auffangen und dann hat es aber richtig gescheppert, hat richtig geknallt. Nicht, ja. Nicht dieses verweichlichte Gesindel. Ich hab gesagt, es geht auch darum, dass man in dieser Welt mal lernt, dass man sich nicht immer auf andere verlassen soll. Ja. Und nein, und dann kam aber immer wieder diese Stimmen, sie haben gesagt, mach es. Ich sag, was? Ich sag, gründe im Angesicht des Schreckens eine neue Religion. Und das ist jetzt 4 Jahre her. 4 Jahre. Da habe ich die Religionsgemeinschaft Schlesische Bitocken gegründet. Bitocken im Gegensatz zu Monotocken. Schlesisch, weil ich Schlesier bin, von da weg. Und Bitocken, das sind so zum Beispiel, wie kann man das sagen, Gelegenheitsjuden, Freizeitchristen, Teilzeitmuslime. Und der Vorteil ist, wir haben 3-mal pro Woche Sonntag. Heute ist ja praktisch Freitaggebet und wir haben nur 36 Arbeitstage im Jahr und das sollte eigentlich ausreichen. Und die Bitocken sind eine Religionsgemeinschaft. Wir fragen nie andere Menschen, was uns trennt. Die einzige religiöse Pflicht ist danach zu fragen, was Menschen verbindet. Das ist das Einzige. Es funktioniert sehr gut. Wir haben ganz tolle Religions-, also Gotteshäuser, sagen wir mal. Ne? Synarchen haben wir ein paar. Kigogen gibt es. Eine sehr schöne Synoschee
Und das größte Heiligtum, das ist der große Mompel von Boblowitz. Und diesen großen Mompel habe ich erbaut mit einer türkischen Architektin. Das ist die Sophia Hagia. Nicht? Und der Mompel, das ist, der steht in Boblowitz, ja? Und das ist diesem Zelt nicht unähnlich. Ja, aber er hat natürlich Minarette, weil die Sophie gesagt hat, das muss so sein. Ja, und dann haben wir gesagt, bauen wir ein paar schöne Minarette. Und weil in den Minaretten oben kein Platz ist für dicke Kirchenglocken, da sitzen bei uns Rabbiner drin, die winken mit Gebetstäppchen und rufen Bimbam. Und dann haben wir Gottesdienst, nicht? Dann haben wir, wie heißt das, Abendmahl, aber auch Mittagskarte und Grillen. Ja? Und bei uns ist wirklich jeder willkommen. And here we go. Ladies and gentlemen, listen now to Mercan Dede live from Istanbul. Abu Yahyat, remix Dr. Narkose. People, welcome to Boblowice, das die zwischen Holleschitz und Machowice. The money for the show, please give it me cash. My Dr. Dre is the Carter, me cash. Oma, Opa, Mama, Papa, Kinder, Onkel, alle kommen heute in den großen Mompel. Also faltet eure Röcke und flickt eure Jeans. Heute Nacht ist Gottesdienst. Draußen fahren schon die ganzen Fans vor. Alle kommen jetzt auf den Dancefloor. Macht euch ein Bier auf, nehmt einen Vino. Das ist das Boblowitzer Action-Kino. Bei den Bitocken gibt es keine Probleme. Das ist die Boblowitzer Ökumene. Über die Klagemauer in den Vatikan nach Mekka. Und der Onkel Andi ist der Oberchecker. Der Papst segnet die heilige Stadt und begrüßt die Menschen mit Shalom Shabbat. Das ist nett, Kamerad, aber verkehrt, es heißt Shabbat Shalom, es ist umgekehrt. Heute rocken hier die Bitocken, heute qualmen hier die Socken. Muezzin, Shofar und Glocken sollen euch in den Mompel locken. Anstatt an der Börse rumzuzocken, versucht euch lieber auszulocken. Wahhabiten, Haschemiten, Aleviten, die Sunniten, die Schiiten, bitte keine Dynamiten, Stalagmiten, Stalaktiten, Katholiken, Protestanten und die anderen Verwandten, Humanisten, Sozialisten, Pazifisten, Humoristen, bitte keine Extremisten. Am Himmel fliegen Yogi-Flieger. Hausverbot für Gotteskrieger. Juhu. Das ist ja so, wenn du zum Beispiel, du nimmst das Alte Testament, das Neue Testament und stellst daneben den Koran. Die stehen da. Passiert nichts. Was mal passieren kann, ist, dass vielleicht von Asterix der Kampf der Häuptlinge dazwischen steht. Nicht, weil keiner genau weiß, wer gerade die Oberhand. Ich bin ja ein, ja, wie kann ich sagen, doch ein gläubiger Mensch. Denn long time ago in paradise, God said, Adam and Eve, I think for me in paradise it's better when you leave. Ja, guck dir das mal an. Deshalb sitzen wir doch heute hier. Wir könnten ja ganz woanders sein. Nur weil diese dumme Kuh gefragt hat, hier, Adam, was gibt's zu essen? Da sagt er, wie wär's mit Rippchen? Sagt sie, nö, nicht schon wieder. Ja, ich mache heute meinen Veggie-Day.
lässt sich die dumme Kuh von dieser Schlange beraten und frisst den Apfel. Der Herr, er sieht's. Der Herr ist seiner Knechte kundiger Schauer und er sieht jene, die abgekommen sind vom Pfad der Tugend. Und fürwahr, er wird euch bei den Locken packen. Er hält bereit, Strafe peinlich, Sprühfunken auch und würgende Speise. Gescholten sitztest du am Rand. So steht's geschrieben. Am Tag der Scheidung. Am Tag der Scheidung, an jenem Tag, wo die Sonne zusammengerollt wird, die Sterne vom Himmel stürzen, Berge zu Staub zerfallen, Flüsse und Meere über die Ufer treten, sich wildes Getier zusammenrottet. An jenem Tag, wo der Vorhang des Himmels beiseite gerissen wird, werdet ihr brennen! Brennen! Ad majori Dei gloriam. Also so sagen es die Katholiken, nicht? Aber wer ist das, nicht? Wer sind die eigentlich genau? Also jetzt nochmal Kardinäle und ja, die kennen wir ja alle. Dieser Thebats van Els zum Beispiel, ist immer aufgefallen, dass der aussieht wie Gollum. Ja. Nicht, die stellen sich dann hin und zeigen auf bekennende Schwule und Lesben und sagen, das ist aber unnatürlich. Die sind ja ganz unnatürlich. Unnatürlich. Unnatürlich ist nur eins, das ist Zölibat. Und weil Zölibat klingt ja auch unnatürlich, finde ich schon. Da kannst du überlegen, in welchem Geschäft du den Laden, wo du das kriegst und was du damit anstellst hinterher. Der Zölibat. Da können wir streichen. Petrus war verheiratet, hatte eine Schwiegermutter. Vielleicht lag es ja daran. Ja. Das ist ja unnatürlich. Ich frage mich ja oft, wenn Männer Frauenkleider anziehen, was haben die drunter? So als Idee, weißt du? Ich habe gehört, dass dieser Thebats van Els, also man sagt ja auch, Kollegen sagen, der Mann ist nicht mehr aktuell. Nein, der Mann nicht, aber die Rente, die er kriegt, weil wir die zahlen. Für diesen Faulpelz, nicht? Für diesen Casanova. Ich habe gehört, dass der auf Plastiktüten steht. Ja, also jetzt nicht das, sondern so Einkaufstüten von Lidl. Weil die sind besonders groß, damit die Pizza für den Endverbraucher auch reinpasst. Und da kommen diese Tüten, diese Lidl-Tüten, die kommen dann in die Sakristei. Und da kommt da so ein bisschen Weihwasser dran, ne? Weihrauch. Und dann wird ein bisschen gezaubert. Avada Kedavra. Oder kommt eine heilige Schere, da werden unten die Ecken abgeschnitten und dann zieht er die an. Ja, klar. Und da so hier so die Griffe, so ein bisschen so wie Strapse. Sieht dann ein bisschen aus wie Bernd das Brot. Und da, wo der Lümmel ist, steht Lidl. Habe ich gehört. Ich weiß nicht, das stimmt. Also. Aber wie gesagt, wir bei den Bitokern, wir wollen niemanden ausgrenzen. Wir wollen auch in dieser schweren Stunde des Bischofs AD gedenken, dass er jetzt nach Regensburg, da zieht er gern hin, da passt auch gut. Wir wollen singen für Männer, die alleine sind. Heute Nacht hab ich Masturbation vollzogen. Es war ein Muss und ein Genuss. Bei Tag werde ich den Vorgang wiederholen. Ich freue mich schon, ganz monoton. Erst den Stamm zur Spitze hin massieren. Auf und ab, auf und ab. Dann den Höhepunkt durch leichtes Schleudern optimieren. Mach jetzt nicht ab, mach jetzt nicht schlapp. Rüttlin, Schüttlin, steh nicht auf dem Schlauch. Stretch ihn, quetsch ihn, klatsch ihn auf den Bauch. Man sagt, den einen bringt Geschlechtsverkehr um Sinn und den Verstand. Hin und wieder geht mir auch mein Mindestrand zur Hand. Oh Gott. Die Mama hat immer gesagt, irgendwann, ob es lange alles gut gegangen. Na, der Herr ist seiner Knechte kundiger Schauer und sagt sich wahrscheinlich einfach, der Typ hat recht. Ich werde auch manchmal gefragt, Reverend, gibt es denn in deiner Religion auch eine Rechtsordnung? Ja, sage ich, natürlich. Das ist ja wichtig. Alle Religionen brauchen Rechtsordnungen. Zum Beispiel haben wir für die jüdische Religion, für den Glauben,
das Alte Testament, 5 Bücher Mose, und es gibt den Talmud als Rechtsordnung. Dann haben wir im Islam haben wir den Koran und die Scharia. Im Christentum haben wir die Evangelien und den ADAC und Uli Hoeneß. Und in der Religion der Bitoken besteht die Ordnung nur darin, zu fragen, was verbindet Menschen. Und ich bin ja so ein, Sympathieträger. Und ein Mann der Mitte, könnte man sagen. Ja, ich bin doch in der Tat ein Mann der Mitte. Wobei Mitte auch langweilig ist. Weißt du, wenn du überlegst, wenn Frau Dr. Merkel eine Rede hält, das kannst du auch einer frisch gestrichenen Wand beim Trocknen zugucken. Das ist unter Umständen interessanter. Da besteht immerhin noch die Chance, dass ein Weberknecht überpinselt wurde, der ums Überleben kämpft. Ja? Hier muss immer alles ausgewogen sein. Und Ausgewogenheit ist natürlich langweilig. Die Österreicher, die sind schon viel weiter als wir. Im Wahlkampf, die haben nicht von Sozialschmarotzer und wir brauchen die Todesstrafe. Er hat gesagt, aha. Aber dann hat er gesagt, hier vom Team Stronach, hat gesagt, Todesstrafe nur für Profikiller. Da habe ich gesagt, da findest du aber keinen Henker. Also es ist nicht zu Ende gedacht, weißt du? Ist nicht zu Ende gedacht. Nein, die Mitte ist wichtig. Ich bin ja ein Vertreter der radikalen Mitte. Ich habe ja eine Nachbarin, das ist die Sabine Hammer, eine geschiedene Sichel. Volkskommissariat für Rache und Vergeltung. Sie begleitet mich schon mein ganzes Leben. Alleinerziehend, Lehrerin, Vegetarierin, das ganze Sortiment. Große Anhängerin so von Betroffenheitskomik und dergleichen. Und die ist nicht Mitte. Die ist nicht Mitte. Sondern die versucht, die Mitte an den Rand zu drängen. Bei den Grünen, bei den Bolschewiken, da macht sie mit, ne? Predigt von morgens bis abends, nur ein schlechtes Gewissen ist ein gutes Gewissen und das funktioniert ja in diesem Land. So. Dann ist sie für Erziehung und Kita-Plätze, was völlig schwachsinnig ist. Wir brauchen keine Kita-Plätze, wir brauchen Parkplätze. Wir sind ja ein freies Land, ich kann ja wohl meine Meinung äußern. Ja. Kita-Plätze. Ja, wir sind doch sowieso, die Gesellschaft ist doch komplett, ist die am Absaufen und am Verweichlichen, weil wir alle Opfer sind dieser feminisierten Heulsusenpädagogik. Na, nur wenn ein Kind ein Schniedel hat, wird es ja schon systematisch unterdrückt. Allein wie diese Kita-Gruppen heißen, Murmeltier-Grüppchen gibt es da und die integrative Johanniskraut-Gruppe, Bachblüten-Gruppe, ja leck mich doch am Arsch. Wo ist denn das Wolfsrudel? Ja? Und die Kinder aus dem Adlerhorst? Nicht? Und wenn dann Fräulein verständnisvoll mal mit ihren Rotzlöffeln auf den Spielplatz geht und ein Kind sich völlig natürlich verhält, einem anderen Kind die Schaufel wegnimmt, um es damit zu verprügeln, dann geht die dumme Kuh dahin und sagt, aber wir haben uns doch entschieden, unsere Konflikte mit Worten zu lösen. Da war doch gar kein Konflikt. Der hat das einfach nur so gemacht. Und wenn da mal eins von diesen wertvollen Kinderlein Geburtstag hat, dann wird gesungen. Teilen, teilen, das macht Spaß. Wenn jeder teilt, hat jeder was. Damit wirst du nichts bei der Deutschen Bank. Deswegen holen sie sich ja schon die Inder. Also es ist, ich stehe dem hilflos vis-à-vis. Guck mir das oft an. Ich habe ja mal früher, ich habe ja studiert in Braunschweig an der Fachhochschule für Schul- und Hausmeisterei. Ja. Das ist ein Elite-Studium mit Exzellenzinitiative, das dauert nur 20 Minuten. Da lernst du genau 4 Sätze, wo kommst du her, wo willst du hin, da kannst du nicht stehen bleiben, aber kannst das Schild nicht lesen. So. Jetzt habe ich noch Hochbegabtenkurs gemacht. Hatte hier Stipendium von der Gewerkschaft, hier von der Fürst-Bückler-Stiftung. Habe noch einen 5. Satz dazugelernt. Oder soll ich es 2-mal sagen? So.
Und ich bin als Geistlicher bin ich dem Konsens verpflichtet. Diese Frau Hammer beispielsweise, die stellt ihr Fahrrad neben meins. Ich sage, Frau Hammer, bitte tun Sie das nicht. Mein Fahrrad leidet. Dann lasse ich eben die Luft ab. Ja. Die hat ja auch dieses alleinerziehende Kind, so einen kleinen Rotzlöffel. Und ich habe so eine Initiative gegründet. Ich bin so ein Mensch, so von unten, Bürger, BI, alte Schule, Lüchow-Dannenberg, Grunde. So, dass man sich zusammentut, dass man miteinander redet. Und dass man schaut auch auf die Nachbarschaft. Wissen Sie, wir leben in einer Zeit, wo alle nur noch so gucken. Neulich habe ich einen Typen gesehen, der wollte eine Clementine aufmachen, der hat so gemacht. So, und dann beschweren sich alle, dass die Amis uns abhören. Prism und NSA. Das ist wichtig, dass ein Land wie Deutschland muss abgehört werden. Ein Land, in dem eben halt ein Viertel der NSU-Akten geschwärzt wird von Beamten, das muss abgehört werden, das ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber das sind keine Vorbilder für mich, diese Snowdens. Nicht zu früh klatschen, bitte. Da kommt immer noch was hinterher, dieser Herr Snowden. Was sind das eigentlich für Leute? Das sind doch alles Nerds, das sind junge Männer, die haben schlechte Haut, Pickel, ernähren sich scheiße, ganz anstatt rauszugehen. Ja? Sitzen sie vor ihrem Computer und generieren irgendwelche Zahlencodes. Sie könnten genauso gut bei der Allianz sitzen und Renten ausrechnen, die keine Sau mehr kriegt. Also ich sage, dann sind mir, ist früher bei die Linke, als das noch Ostzone war, die Stasi, die haben sie nicht in deinen Rechner eingehackt. In dein Leben. Die waren auf einmal da. Das waren deine Freunde. Mit denen bist du nach Wustrow an die Ostsee gefahren, hier zum Pimmelurlaub. Ja? Komplette Pudel unter den Achsen. FKK oder wie das heißt. Und abends haben sie sich hingesetzt und haben dann reingeknüppelt in ihre alte Schreibmaschine, in die Erika, was für eine dumme Sau du bist. Ja? Also das ist für mich menschlich natürlich nachvollziehbar. Was diese Computerfreaks machen, damit komme ich nicht klar. Nein, nein. Also da bin ich auch eher ein Mann der alten Schule. Ich kenne ja meine Nachbarschaft. Wenn da jemand neu einzieht, stelle ich mich vor und sage, ich bin der Onkel Andi. Und wer bist du? Ja. Wir haben eine Mitbewohner, nicht nur diese Frau Hammer. Ja. Wir haben natürlich auch normale Mitbewohnerinnen. So eine ältere Dame, 94. Natürlich achte ich darauf, holt sie ihre Post rein. Und wenn nicht, klingel ich, ist aber Ihnen alles in Ordnung. Ist doch normal, dass man schaut. Und unlängst, du... ist die unten im Hof und hat so ein ganz verdächtiges Bewegungsmuster gehabt. Ich habe das sofort gesehen, habe ein bisschen aufgezogen den Fokus und da habe ich die Augen von der gesehen. Ne? Und du hast, das war dieser hoffentlich erkennt mich keiner Blick. Ja? Und dann geht die zur Mülltonne und schmeißt da was rein. Ich war sofort unten. Ich war sofort da. Nein, nein, ich war sofort da und habe dann gefragt, na, was machen wir denn hier? Ist ganz wichtig, wenn man eben halt auf die Gemeinsamkeiten, ja, das Wir-Gefühl in einer Gemeinschaft, auch in einer religiösen, das Wir, was machen wir denn hier? Ja, auch gerade zur Deeskalation, zu Herrn Putin sagen, was machen wir denn hier? Ja, du, da sagt sie zu mir, ich hab nur den Müll ausgebracht. Sag ich, ausgebracht, den Müll. Dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. So einfach ist das, ja. Ich musste richtig reinklettern in die Tonne. Ja, dann ritze ich diesen Beutel auf und dann ging's los. Das Erste, was rauskam, Batterien. Ich sag, Batterien! Sie können doch keine Batterien hier in den Restmüll werfen, wenn das Frau Hammer erfährt. Das ist Sondermüll. Batterien! Papier. Und dann zum Schluss kam's. Blumenkohl. Ein richtiger, intakter, deutscher Blumenkohl, vermutlich aus biologischem Abbau. Und ich sage, sagen Sie mal, Sie können doch keinen Blumenkohl wegschmeißen.
Ich meine, gut, dass Sie in Ihrem Alter nichts mehr einfrieren, das ist klar. Aber wir haben doch die Biotonne, die grüne Tonne. In Bayern ist die übrigens braun. Gut, und das, ich sag, wir haben die Mülltrennung. Da sagt die zu mir, mir gefällt Ihr Ton nicht und ich würde keinen Respekt gegenüber dem einen. Jetzt sind wir wieder so weit. Also, wieso Respekt, wieso Rücksicht, wenn jemand also wirklich nachweisbar sich völlig asozial verhalten hat? Ein ganz beschissenes Verhaltensmuster, habe ich ihr gesagt. Ja. Ich setze mich auch auf Schwerbehindertenplätze. Warum nicht? Das ist doch kein Problem. Das würde Frau Hammer natürlich nie machen. Ja, wer sagt, die Aura wird da irgendwie beleidigt. Ich setze mich da ganz normal hin. Das ist halt ein Sitzplatz. Und wenn dann jemand kommt und den für sich beansprucht, das ist natürlich völlig klar, dass ich mir dann den Ausweis zeigen lasse. Ja, vielleicht ist er ja abgelaufen. Und dann bleibe ich sitzen. Ich hab ja Kinder, bin ja Vater. Und meine Kinder dürfen keine sozialen Berufe erlernen. Das war gleich das Erste, was ich denen gesagt habe. Never. Keine sozialen Berufe. Haben sie gefragt, warum? Ich meine, fragen darf man. Ich habe gesagt, weil wir in einem Land leben, in dem jemand, der sich entscheidet, einen sozialen Beruf auszuüben, sagt die Gesellschaft, wenn dieses Arschloch schon so doof ist, da wollen wir den noch mal richtig beschissen bezahlen. Wahrscheinlich merkt das noch nicht mal. Lang und sauber sind die Flure, es riecht nach Desinfektion. In den Betten die Patienten warten still auf der Station. Täglich wird jemand entlassen, täglich kommen neue rein. Täglich schreibst du deinen Namen auf ein eingegipstes Bein. Krankenschwester, Krankenschwester, deine Seele ist so rein. Schon in deiner frühesten Jugend wolltest du ein Engel sein. Morgens drehst du deine Runden und du schaust auf den Befund. Und dann sagst du zu den Kunden, bald sind wir wieder gesund. Morgens bringst du die Tabletten und legst eine Infusion, danach machst du schnell die Betten und denkst nicht an den Stundenlohn. Krankenschwester, Krankenschwester, Frühstück, Mittag, Abendbrot, 100.000 Mal das Leben, 100.000 Mal der Tod. Strahlend weiß sind deine Kleider, und die Lippen wie Rubin. Traurig schaust du auf die Leiber der Maschinenmedizin. Leise gehst du durch die Flure, damit du hier den Schlaf nicht störst, während du mit deinem iPod Lieder von den Ärzten hörst. Krankenschwester, Krankenschwester, Tochter aus Elysium, hin und wieder legen wir gedanklich mal den Schalter um. Krankenschwester, Krankenschwester. Zwischen Demenz und Psychiatrie bist du der Mensch. Und über allem schwebt die Pharmaindustrie. Okay? Hatte ich gesagt, dass ich früher mal Lehrer war? Richtig, noch alte Schule. Dachlattenpädagogik, habe ich das immer genannt. Ne? Also ich muss ehrlich, für Sport war ich zuständig. Wenn da mal ein dickes Kind gekommen ist, also 2 Monate, 3 Monate,
dann war das also flink wie Kruppstahl. Und als ich dann angefangen habe, dass ich den Schülern mal vorgeschlagen habe, dass sie sich vielleicht mal einheitlich kleiden, dass so ein bisschen so ein gemeinsames Gefühl entsteht. Und ich dann, das war so ein bisschen, so nennt man sowas, Camouflage, glaube ich, habe ich ganz günstig bekommen. Und da fingen Eltern an und haben, das geht nicht. Ja, soweit sind wir. Ich erlaube mir noch einmal auf meiner kleinen Strapsmaus, so nenne ich dieses Instrument, weil es hat so schöne Lederriemen und wenn du so spielst, schneidet einen Fleisch, ist sehr erotisch. Ich spiele ja auch manchmal nackt. Muss man aufpassen, weil man oft so, dann zwickt man sich so ein bisschen in die Nippel und sagt, damit schon. Ich bin ja kein Freund vom Gitarrismus, ne? Nein, der ist ja historisch gescheitert. Seit 1989 ist das doch wohl klar, dass der Gitarrismus keine Zukunft hat. Außerdem ist es oft so bei Gitarristen, das ist immer auch so, ich sag's mal so, so ein bisschen wie Wichsen und nicht fertig werden. Entschuldigung, dass ich so krass ausdrücke. Na, das war was für ProSieben, gut. Aber zum Glück guckt das ja keiner. Neulich, als ich nachts erwachte, lag ich unterm Pflaumenbaum. Und was mich bei Nacht wach machte, war ein ausgelutschter Traum. Alle Menschen werden Brüder, auch wenn man eine Schwester hat. Und die Kinder aus der Unterzogen in die Oberstadt. Und der Traum ward immer schlimmer, manchmal war ich schier entsetzt. Schmuddelkinder kauften Häuser, früher haben sie sie besetzt. Und in unserer Oberschule singen Kinder Biermann Wolf. Im Kabarett gibt's Kleinstkunstorden und Liedermacher spielen Golf. Witz, komm raus, du bist umzingelt, draußen steht das Kapital. Hat schon tausendmal geklingelt, komm, mach schon auf beim nächsten Mal. Und um die soziale Frage kämpft ab sofort die Bourgeoisie. Klassenkampf gibt's beim Barolo mit Dieter Dehm und mit Guisi. Frauen gehen zum Therapeuten, vollgefressen und korrupt. Die Oberstadt macht Wellnesswochen, wo man euch die Füße schrubbt. Wohlstand führt zur Langeweile, ja, da fehlt der rechte Kick. In der Unterstadt zu ficken, ist plötzlich wieder hip und schick. Und schon zieht die Avantgarde wieder in die Unterstadt, wo man zwischen Pack und Pöbel einfach mehr vom Leben hat. Und ich liege unter Pflaumen, wie der Herr im Himmel thront. Und die Pflaumen, sie verkommen, weil das Pflücken nicht mehr lohnt. Doch ich mach mir keine Sorgen, glücklich ist, wer das vergisst. Unsere Zukunft ist so sicher, wie die Ukraine russisch ist. Dann singe ich noch ein kleines Liebeslied. Mit meiner Stimme. Ich stoße mit der Tumme an das Gaumensegel an. Denn meine Schneidezähne sind da ein bisschen tief. Und immer wenn ich spreche, gucke ich Menschen an. Denn meine Speicheldrüsen sind hyperaktiv.
und sollten sie denken, ich bin sprachgestört. Dann haben sie noch nicht meine Frau gehört. Die Lisbeth. Das ist so witzig. Und wenn wir uns küssen, ist im Mundraum schwer was los. Die küsst mich. Das ist so kitschig. Unsere Liebe ist grenzenlos. Und das grenzenlos groß, verdammte Scheiße, wer denkt sich denn sowas aus für jemand wie mich? Damit bist du zum Scheitern verurteilt. Du bist praktisch chancenlos. Du hast eine Message, was siehst du? Viele, Religion hat eine Message. Die Message der Liebe. Das denke ich mir nicht aus, es ist mir aufgetragen worden. Bring diese Botschaft nach Mainz. Die Botschaft. Und da kriege ich so einen Text. Ich sage, das ist doch Scheiße. Da fragst du auch noch mal, worum geht's eigentlich genau? Ja, die Botschaft der Liebe. Ja, warum? Ja, Liebe. Guck, das kann ich schön sprechen, da gibt's keine Buchstaben wie oder G. Aber es wird einem absichtlich schwer gemacht. Das ist ganz wichtig, das weißt du, auch Moses hat gestottert. Er hat sich immer so Leute ausgesucht, die einen Ratz am Kappes hatten, glaube ich. Und deswegen bin ich zu euch gekommen, wir müssen die Botschaft simplifizieren. Jeder Arzt treibt irgendwas dazu, wird immer kompliziert und du bist nicht mal durch. Wir selber sind es, es liegt in unseren Händen, ist auch auf unseren Lippen. Die Botschaft zu verkünden. Deswegen habe ich die Botschaft etwas verkürzt. In der Liebe gibt es keinen Buchstaben, der stört. In der Liebe, da weiß die Zunge, wo sie hingehört. Dankeschön.